Er hat ihn getötet! Ah, nice! Hallo liebe Jungs und willkommen zu einer neuen Folge hier von Craft Attack. Da oben seht ihr mein schönes Häuschen, was wir jetzt endlich heute mal ein bisschen verbessern werden. Es sieht gerade von unten nicht so gut aus mit dem Boden, aber es geht voran, Leute, denn ich habe gestern einen fetten Livestream gemacht. Falls ihr nicht dabei wart, Leute, könnt ihr auschecken, ist eine ganze YouTube-Folge, gute Stunde lang, das gute Stück. Und ich war mit Patrick ordentlich farmen, wir haben einiges an Quarz zusammengeholt, hat eine geile Spitzhacke, jetzt zeigt mittlerweile auch eine fette Spitzhacke. Warte, schauen wir mal, wo ist sie denn, wo ist die Spitzhacke? Wo zur Hölle ist die Spitzhacke hin? Das ist gerade eine gute Frage, habe ich... Ach, da oben. Ja, also Fortune 3, Mending und Effizienz 4 Spitzhacke, ja. Schön die ganze Zeit live im Level gefarmt. Dann hat Patrick mich getötet, aber er hat dafür sein Level eingesetzt, die ich eigentlich einsetzen wollte. Für diese Spitzhacke. Also jetzt habe ich die auf jeden Fall. Die ist mega geil. Und wir springen mal kurz hier runter, denn Patrick müsste eigentlich schon hier unten warten. Ich weiß noch nicht, wo man runterspringt nochmal. Irgendwo hier, Leute, war's. Was steht da? Wird noch gebaut, Schienen zum Mobfarm, alles klar. Wir müssen kurz mal abwarten, bis die Wolken hier weg sind. Aber dann geht es hier 3, 2, 1 und rein ins Glück. Ne, nicht, dass wir auf die Wolken drauf fallen. Und die... Alter, was war das? Das war gerade voll der Leck. Ich bin gerade mitten in der Luft stehen geblieben. Holy shit. Okay. So viele Belichtungen heute, Leute. Ich habe das Licht hier nicht ordentlich angemacht, deswegen sehe ich ein bisschen blau aus. Aber vielleicht... Ich bin nicht blau, wirklich nicht. Nur die Belichtung. Wir gehen mal rein in den Nether und ich mach mal... Wenn wir hier mal schon drin stehen, mal kurz in der Mann. Petrit schaue ich mal dazu. So, hallo Petrit, was geht? Hi, E-Beams, Petrit. Hallo. Ne, ich sag nichts, ne? Wolltet ihr mich töten? Ich stehe hier und warte. Ich hätte dich töten können, habe ich auch nicht vor. Petrit, ich bin hier bei dir. Niemand muss hier irgendjemanden töten. Early, schön zurückhalten, ja? Alles gut. Okay, wollt ihr beide mitkommen? Wollt ihr mir beide helfen, oder? Ich, Dennis, weißt du, ich hab doch nichts anderes zu tun. Ja, ich glaube, du hast da noch was, was du mir geben willst. Ja, auch jetzt habe ich den Ender-Chest getan. Drüben ist doch eine. Wir holen einfach drüben, wenn wir rüber sind. Entspann dich doch. Alle entspannen bitte, Leute. Wir sind nämlich hier in Nether, weil wir gehen kurz zu Spark rüber, weil der hat wohl eine XP-Farm, eine schöne Mob-Farm, wo man XP holen kann. Und das brauche ich ja, weil ihr seht, ich habe wieder 0 Level. Petra hat mich getötet, ne, nur zur Erinnerung. Ja, aber ich habe ihn zwar getötet, aber kurz, zeig mal die Spitze. Ja, ich habe dir schon gerade gezeigt, habe dir gesagt, die ist von dir, Leute. Also mit Mending auch drauf, Arbeit. Ist mega, mega nice. Deswegen danke auf jeden Fall, Petra. Das ist sehr, sehr gut. Utopische Ehrenmänner halten zusammen. Ja, natürlich, so muss das sein. Also ich habe wirklich mit Petra wirklich eine schöne, produktive zusammen im Livestream gewesen. Das am Ende war ein bisschen komisch. Ach ja, hat vergessen zu sagen. Er hat mich am Anfang auch getötet. Zweimal wurde ich getötet von Petra. Zweimal wurde ich getötet von dir. Na, schau. Das am Anfang, das am Ende der Kill, das ist ja was ganz anderes gewesen. Ja, was ganz anderes, alles klar. Aber jetzt am Anfang, das war so, Dena kam und hat mich so, hier, ich nehme jetzt mal in der Hand, und hat mich so geschlagen. 1, 2, 3, 4. Und da musste ich meinen Bogen spannen und zeigen, dass ich mich nicht runterkriegen lasse. Es hatte einen Grund. Ja. Ja, du bist nämlich selber schuld, dass den du nicht Grund würden wir aber jetzt aber, nicht aber sagen. Aber, Petr, ich hab dir verziehen. Ja, ich hab mich auch revanchiert, muss ich wohl schon hier so betonen. Ne? Ja, das hat sich schon, war schon sehr gut hier mit der Was PX. Ist denn irgendwie? Was ist los? Sag bitte! Seit eineinhalb Stunden laufe ich dir nur hinterher. Okay, guck, wir sind kurz davor, dass ich den Bogen gebe. Sag einfach, Petr, du bist der... Beste Craft-Streamer. Nein, kannst du klicken, du gibst jetzt den Bogen. Okay, dann tue ich den wieder rein. Wenn du Ehrenmann bist, gibst du mir jetzt den Bogen. Oh. Ich bin ein Ehrenmann. Okay, ja, Digga. Ja, gib mir den Bogen, Alter. Alter, der hat die Kanacken-Ehrenkarte gekauft. Ich muss jetzt geben. Fucking. Vergiss nicht Dena sein Video. Ja, ich weiß, aber Dena. Ne, du, das, eineinhalb. Okay. Hier, nimm, Alter. Es geht. Ja, es geht, komm. So. Unbreaking Power Punch. Okay, Dena. Ja, wo ist die XP-Farm? Komm mal mit hier. Nein, ich komme mit. So, Simon und Monich haben ja gestern auch eine eigene XP, utopische XP-Farm gebaut. Mhm. Die ist aber noch in Arbeit. Das heißt, wenn die, weil wir haben da 3 Spawner nebeneinander. Und wenn wir die einmal fusioniert haben, dann haben wir eine mega effektive XP-Farm. Ja, aber die ist noch in Arbeit. Wissen. Okay, okay. Die ist noch in Arbeit. Da komm mal mit hier runter. Ja, komm mal. So, warst du noch nie hier? Oh, weißt du, Petr, ich habe auch noch, mir wurde was gesagt. Ich habe nämlich jemanden gesucht, der mit mir was zusammenbaut. Ich habe nämlich auch ein kleines Projekt, der mir überlegt. Und ich habe Leute gefragt, wer das mit mir bauen könnte. Und dann haben mir Leute gesagt, ich soll dich fragen, weil dann wird Revi sauer sein, weil du dann das alles so super hässlich machst. Ey, ich kann nur bauen. Also, ich habe auf jeden Fall eine geile Idee. Also, Leute wissen, worum es geht, ja. Rotpilz kann gut bauen. Rotpilz kann auch gut bauen, das stimmt. Ja. Aber du willst hässlich bauen, damit Revi dann getriggert wird anscheinend.
Glaubst du, dass Reolo offline ist? Nee, ist er nicht, ne? Der hat's nicht. Nee, ich dachte, das hat sich mir so hingestellt. Soll ich den töten? Nein. Ja, wie gesagt, also was ist denn dein Projekt? Ist es noch geheim? Nee, ich hab das schon verraten. Ich möchte eine fette Wasserrutsche möchte ich nämlich bauen. Von mir oben runter zu den Brücken. Und, aber die soll halt geil aussehen. Dann habe ich gefragt, mit wem ich das zusammen machen kann, weil wenn ich es alleine mache, wird es vielleicht nicht geil aussehen. Wird also, zwar geil ja, rutschen sein, ja, aber nicht so geil ausschauen. Wir können ja, weil ich kann, wenn ich will, ein bisschen was bauen, aber Felix kann noch besser bauen. Wir können das ja zu dritt machen. Wir können es auch gerne zu dritt machen, das können wir auch machen. Dann frage ich mal Felix und Leute, schreibt in den Kommentar, ob es eine gute Idee ist, dass ich das mit Patrick zusammen baue. Aber dann machen wir auf jeden Fall eine fette Wasserrutsche, möchte ich auf jeden Fall bauen. Also das, die wird schon geil machen. Werden. Hm. Hey Felix, willst du mitmachen? Normal, Alter. Ach du bist ja hier, ich Dummkopf, Alter. Alle sind hier, Dena, meine ganze Familie. Ich frag Felix mal. Felix, was meinst du? Hast du Bock drauf, so eine schöne kleine Wasserrutsche zu bauen? Ich hab schon so ein paar Ideen sogar. Ah, nice. Dena, du wirst mal wissen, die ganze utopische Stadt hat er alles gebaut. Wir haben gar nichts gebaut, alle. Ach, hier kann man direkt verzaubern. Wie nice ist das denn hier? Ja, das ist all-inclusive hier. Alter, wer schlägt mich gerade? Ist, hallo, du siehst mich gar nicht, ich bin unsichtbar bei dir. Ja. Okay, du greifst an, du hast dir den angegriffen. Nimm doch mit jetzt. Töten dich. Nimm das Quarz da hinten, da ist Quarz für dich. Also. Hier ist ein Stack Quarz und ein Stackblock Quarz. Ah, ja, danke schön. Ach, vielen Dank, perfekt. Also, ich sehe es leider nicht. Wo ist das, Early? Warte, ich glaube, Leute, hat Petra das eingesammelt. Guck mal in deinem Inventar. Also bei mir hast du es eingesammelt. Wie, ich hab's eigentlich wo, hä? Jetzt sag mal nicht, es ist weggepackt, weg. Alter. Es ist weg einfach. Ey, dieses Spiel, ne? BTF, was ist denn los mit Spark? Was baut der denn hier? Nee, es ist halt nicht Spark, es ist halt einfach die aktuelle Minecraft-Version. Ark. Komisch. Kann man Flame und Mending auf einem Bogen haben? Ja, aber du kannst nicht Mending und Infinity auf einem Bogen haben. Hey, Dena, sweet, okay, nice. Ich hab ein Geschenk für dich, ne? Noch ein Geschenk. Ja. Ist Power 5 auf einem Bogen gut? Ja, ist das Beste, was du haben kannst. Ich hab ein Geschenk für dich, Dena. Guck mich an. Okay, ja. Also hab ich extra für dich gefarmt. Hier, guck. Das hast du von Early. Nee, das hab ich noch. Wieso belügst du mich? Mama, nein. Das ist doch eingeladen. Du Bobo, Alter. Ja. Du Spacko, Alter. Jetzt will er sich hier meine Ehrenpunkte einstreichen. Ja, Ehrenpunkte. So, ihr seht ja auf jeden Fall, wir haben ordentlich was hier an Nether Quarz am Start. Hab ich alles zusammen gefarmt mit Petrit und mit seiner geilen Spitzhacke. Jetzt hab ich aber selbst einen Stellen auch selbst noch holen, Spitzhacke. Aber. Nice. Sehr, sehr nice. Was sind hier für eine Familienveranstaltung? Klassen hier. Erstmal irgendwas geht auf jeden Fall ab. Elternsprechtag oder was, Alter? Elternsprech, ja. Hat er nicht gemacht, Alter. Hat er nicht gemacht. Reol ist fast tot, glaube ich, wenn ich ihn nochmal schlage. Ja, der schreibt doch, hey! Ja, der ist schon mega abgefallen, weil ich ihn vorhin getötet habe, eben mit 30 Leveln. Mit 30 Leveln hast du ihn getötet? Ja, er hat mich geschlagen, er war unsichtbar und wollte mich abpacken. Ich habe ihn einfach getötet. So, ich bin wieder da. Ey, wieso too early? Soll die Scheiße, jetzt hab ich den ganzen Müll eingesammelt. Ja, den haben Mann! Alles voller Müll! Junge. Ey, aber Dena, was hast du denn da für Sneaker an? Für Sneaker? Das ist doch voll ist. Ja. Das sind ja, die hab ich gefunden. Hier, nimm doch hier, warte. Bevor du hier noch getötet wirst, hier nimm. Was hast du? Hinter dir liegen die neuen, die sind limitiert. Ach, krass, ja. Okay, ja, ist heftig, ne? Gerne. Kannst mal sehen. Nehmen wir immer wieder gerne hier. Aber wird die neue XP-Farm noch effektiver, weil die ist schon relativ langsam, ne? Ja, die wird dreimal so schnell. Ja, okay, krass. Ist das hier nur ein Farm, nur eins, Drei Spawner, ja. Und ihr habt drei nebeneinander gefunden? Ja, weiß auch nicht wieso. Wir haben ja unseren Arm. Drei hier, Stück? Guck, ja, wir haben unseren Arm. Also, ne, vier, aber wir hatten fünf, aber Mo hat einen kaputt gemacht. Hä, warum? Weil er dumm ist. Oh, Mo! Das ist eine Lüge, das war ein Creeper. Ich habe selber keinen Bogen mehr. Wo ist eigentlich mein krasser Bogen, Leute? Wo ist eigentlich mein OP-Bogen? Irgendwer hatte mir im Chat geschrieben, dass Dena den jetzt hat. Also, das kann ich mir jetzt nicht ganz erklären. Dena? Also, den einzigen Bogen, den ich habe, ist der, auf dem mein Name draufsteht.
Ich schwöre, ich habe nur einen Bogen, auf dem mein Name draufsteht. Ja, du weißt, wenn du schwörst und lügst, das ist Unehre, ne? Und du bist ich schwöre, der einzige Bogen, ich schwöre auf mein Leben, ich schwöre auf meine Ehre, ich schwöre auf Auge oder wie auch immer du das immer sagst. Und ich schwöre, dass ich nur einen Bogen habe, auf dem mein Name draufsteht. Ich schwöre. Ja, ich glaub dir, aber wenn du lügst, ne, dann kannst du verbannt werden. Ich hab nicht gesagt, dass es vielleicht mal dein Bogen war, aber es steht mein Name darauf. Und ich hab ihn jetzt nicht irgendwie gerade innerhalb des Streams oder dieser Folge dazwischen umbenannt. Ach, den Bogen, Dinas Bogen meine ich doch gar nicht. Der gehört mir nicht. Also der gehört mir schon, aber das ist nicht mein krasser Bogen, das ist voller Low-Bogen. Leute, wo ist mein krasser Bogen? Wie soll ich den denn gehabt haben? Also der Bogen, den als Coolbogen, der hat Power 4, Infinity und Flame. Nee, das ist der nicht. Also den hab ich auch nicht. Der hat so null gar keinen Sinn. Wie soll ich den denn gehabt haben, wenn ich den nicht getötet hab? Ja, ne? Early, das will ich jetzt auch sagen. Aber Early, möchtest du den als Coolbogen haben? Ja, nee, das steht da nicht. Gib mir den Dena, wenn du den nicht haben willst, kann ich den wieder haben. Nein, das ist ja nicht. Weil das Ding ist. Also noch nicht, ja, aber ich sag mal so in 10 Sekunden, ja. 10, 9, 8, 7. Warum spawnt jetzt nichts mehr? Ich brauche jetzt ganz dringend was! 7, 6. Ja, was hast du gedacht? 5, dieses Farm ist für. 4, 3, 2, 1. Und ja! Und jetzt bin ich nämlich bereit dazu. Ding, 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 ding. Jetzt wird krass. Jetzt wird krass. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Bam, 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 bam! Ein neuer Bogen mit Power 5, Unbreaking 3, Mending und Flame. Ist das nice oder nice? Das ist schon. Das ist mega gut. Das ist schon. Den habe ich hier gerade mir geschmiedet für 17 Level. Geschmiedet? Ah, ja klar, habe ich mir den geschmiedet, Alter. Ding, ding, ding hat's gemacht. Der ist schon, glaube ich, schon richtig fett. Und hier, den können wir direkt mal ein Petrol ausprobieren. Da brennt er jetzt erstmal schön. Naja, geht. Also mich kriegst du damit nicht down, Dana, das weißt du auch. Sicher? Aber okay, Riol dafür, aber ich möchte nicht töten, weil er hat gerade Level gefahren. Riol wird auf jeden Fall One-Shot sein. Wie viel verlierst du dadurch? Ein Herz, aber ich esse gerade nichts, ich hab gerade den Essen. Dana? Dana, ich will nicht sterben, Leute, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall schon mal ein richtiger OP-Bogen, den ich mir hier geholt habe. Power 5, Flame auch noch drauf. Mending, also er repariert sich selbst. Das einzige Problem ist eigentlich nur noch. Nein, Riole schießt doch auf mich. Ich hab da extra nicht auf Riole geschossen. Das einzige Problem ist. Alter, was war das? Das einzige Problem ist, ich müsste gleich noch Feuer 2 irgendwie drauf machen, oder? Ne, gibt's nicht. Gibt nur bei Schwertfeuer 2. Bei ah, das heißt, Bogen, es gibt noch Feuer. Wie kann man den Bogen noch krasser machen? Zeig mal den Bogen immer her. Nee, dann klaust du ihn mir. Ich will nur sehen, was er drauf hat. Ich hab's dir schon gesagt, was er drauf hat. Ja, sag's nochmal dann. Der hat drauf Power 5, Unbreaking 3, Mending und Flame. Ja, Punch kannst du noch drauf tun. Ja. Aber sonst ist alles drauf oder gibt's noch irgendwas? Ja, sonst ist alles drauf. Ja, und was war dein krasser Bogen dann bitte? Unbreaking, Power 5, Punch 2, Flame, Sharpness 3 und Darkness auf einem Bogen. Und Bending. Und Knockback 2 hatte ich auch noch drauf. Ah, Knockback. Knockback bringt aber nicht. Punch ist doch dasselbe für Bögen, oder? ja. Okay. Aber das Einzige, was mir fehlt, ist dann Punch eigentlich. Punch 2 könnte ich noch machen, ne? Könntest du machen, ja. Ansonsten habe ich eigentlich sozusagen hier. Ja, kannst du halt jeden damit nerven dann. Nice, Alter. Zum Beispiel Riola, aber ich traue mich nicht, weil ich glaube, der ist so schnell down. Guck mal, der hat nicht mal einen Helm. Ja, nein, der weint dann richtig. Der ist schon, jetzt schon richtig traurig. Ja, er farmt so die ganze Zeit Level hier. Ja, er darf auch fahren, Leute. Nur wenn er einen Namen in der Nähe sieht. Oh Mann, warum? Riola, sag mal ein bisschen. Infinity kann man nicht mit Mending kombinieren, Leute. Infinity und Mending vertragen sich nicht mehr. Entweder du hast Mending oder Infinity, leider. Haben eine neue Version, haben die das rausgemacht. Selbst Sharpness 1 kostet 6 Level hier. Achso, weil das hier so überheftig ist, ne? Ja, okay. Dann muss ich nochmal hier mich ein bisschen hochfahren mit den Leveln, Leute. Aber für den Moment ist das auf jeden Fall schon mal richtig fett. Wir haben jetzt einen fetten Bogen. Wir haben eine geile Spitzhacke, haben wir auch noch am Start. Und den Bogen packe ich auch nochmal vorsichtshalber, Leute, bevor wir den noch verlieren, packe ich den gerade erstmal hier rein. Wir sind ja auch mit dem Dena ist cool immer noch gut ausgerüstet, mit dem Infinity und Flame 1. Der repariert sich, der Mending, wenn man Erfahrung sammelt, ne? Ja. Genau. Wenn du ihn halt in der Hand hast. Ah, man und muss ihn in der Hand haben dabei? Ja. Es reicht nicht, wenn er im Inventar ist. Wenn du Rüstung hast beispielsweise, wenn du die anhast, dann repariert sie sich auch, aber wenn... Aber muss ich ihn in der Hand oder in der Leiste haben? Hand. Geht aber auch in der Zweithand.
Ach, Zweitan funktioniert auch? Ja, ja. Ach, okay, das heißt, ich muss jetzt eigentlich sozusagen in der Zweitan hier gerade mal kurz irgendwie ein bisschen reparieren damit. Ah ja, ich sehe es. Ah, jetzt guck mal, oh, Leute, unten links, jedes Mal, wenn ich jetzt hier was jemanden töte von den Skeletten, dann bekomme ich ein Level dazu und die gehen straight nicht in mein Level, sondern um den zu reparieren. Alter, wie nice ist das denn? Der repariert sich richtig schnell, ja. Guck mal, dann kann ich einfach zwischendurch schießen, ich nochmal irgendwie auf Petrit, wenn ich Bock hab. Oh, den hör auf, ich sterbe gleich. Oh, Mimimi, ich sterbe gleich, der Bogen ist nicht so gut. Oh, okay, Dena, du machst diese Nummer schiebst also. Okay. Hier, Dena. Was ist los? Dena! Oriole raus da, ich treff dich sonst! Dena! Oh, er hat das! Halbes Herz! Riole, töte ihn! Ich hab halbes Herz, ich hab kein Essen. Nein! Nein! Ah! Riole, du schaffst es! Leute, ich hab echt halbes Herz. Ah! Riole, mach! Ey, krieg mich nicht down. Junge, bist doch du hängen. Ich hab kein Essen, ich hab kein Essen! Los, los! Ah, Mann! Er hat ihn getötet! Denkst du, ich sag dir so Spaß? Ja, Riola ist seine ersten Diamanten. Lol, er hat Erfolg bekommen. Was ein... Oh mein Gott. Junge, das waren 4 Tage Farmerei, ne? 4 Tage, wo ich meine Familie, meine Mutter hat mir 4 Tage auf WhatsApp geschrieben. Oh, mein Sohn, komm doch mal frühstücken. Ich bin nie hingegangen, weil ich nur Minecraft spielen war. Gib mir... diese Sachen weg. Ja, Riola hat geschrieben, das war für gestern. Ja. Hä? Okay, wir für Safety, Leute, wir haben jetzt hier ordentlich, der Bogen ist komplett repariert praktisch, jetzt Power 5, mega nice. Ja, wie die gestern gewaterboardet haben. Also Dustin behält deine Sachen auf jeden Fall nicht, du sollst wiederkommen. Nein, ich weiß, ich hab das nur gesagt, weil ich weiß, Riola, also Dustin ist ein Ehrenmann, ja. Und ja, der macht auch Vlogs, ja, könnt ihr auch mal vorbeischauen. Und der hat auf jeden Fall, gibt er natürlich ihm die Sachen wieder. Aber das war gerade zu lustig, dass er ihn einfach tötet. Das muss man schon sagen, das war eine ziemlich witzige Aktion gerade, oder? Solange er mir die Sachen gibt, bin ich zufrieden. Ja, die gibt er dir wieder. Ich hatte halt nur Angst, dass er mir die Sachen nicht gibt. Ah, keine Sorge. Das war am besten zu Farm 12, ne? Oder 11. Junge Leute, hört mal euch zu beleidigen im Chat, nur weil ich kein Essen mitgenommen habe. Puh, unehrenhaft, Leute. Das ist unehrenhaft. Ihr macht Auge. Ihr macht Auge. Boah, Alter, ey. Euer Auge. So, nochmal ein bisschen Pfeile gönne ich mir nochmal auf jeden Fall. Sind ja auch nochmal, da die Pfeile kann man sich ja neben dir sind wahrscheinlich, ne? Es juckt ja keinen. Alter, es ist schon Viertel nach 11, what the fuck? So. Und jetzt noch ein bisschen Bögen. Ja, aber... Leute, danke für über 8000 Zuschauer um diese Uhrzeit. Das ist krank. Das ist krass, ja, Respekt. So. Danke, danke. Ich habe auch mal was im Leben erreicht. Sehr gut, freut mich sehr. Juckt ihn gar nicht, Alter. Doch. Ja, ist natürlich nicht, Alter. So den, Alter. Dina. Nee. So, das reicht. So, ein bisschen Inventar hier. Kurz nochmal sortiert, ja, jetzt haben wir mal ein bisschen was nochmal weggetan und damit würde ich sagen, sind wir jetzt gut ausgestattet und ich kann mal wieder hier zurück nach Hause gehen und schon mal ein bisschen was machen, Leute. Ich verabschiede mich mal hier gerade von euch für den Moment, hat sehr viel Spaß gemacht mit euch, ich hoffe, ihr bist mir nicht böse. Oh nee, Gott, da kommt Petrit. Warte, ich will nur, bevor du dich verabschiedest, ich sorge dafür, dass ich meine Sachen kriege, Dena. Okay, okay, okay. Mach Ehrenmove. Ich bin ich überwache, dass es Riola alles wieder geht. Riola hat viel zu tun. Hier drin, hier. Hat die extra, hat er dir was gemacht. Alles wieder hier am Start. War das alles oder fehlt irgendwas? Ich glaube, das war. Oh Gott. Alles. Ich gucke mal, dann ändert sich doch meine Diamant-Ding. Okay. Wenn du jetzt sagen würdest, es fehlt irgendwas, würde er hingehen und dir das neu basteln. Nee, passt schon. Okay. So. Alles klar. Also alles wieder hier am Start. Das freut mich sehr. Dann viel Spaß euch heute Abend noch, Jungs. Ich gehe mal hier gerade mal wieder zurück hier in meine Folge. Macht das. Ciao, ciao. Tschüss. Sound muted.
So, also, jetzt sind wir wieder hier mal gerade kurz noch alleine unterwegs in der heutigen Folge hier bei Craft Attack. Also es ist, ist sehr viel passiert auf jeden Fall, wie ihr mitbekommen habt. Und hier kann ich mir jetzt auch ein bisschen XP farmen. Ne? Da sind die, all die Leute, die immer so viel XP hat, alles verzaubert haben, Leute, die haben alle ihre XP von dieser Farm hier unten bekommen. Muss man sich gut merken, das hier ist der Eingang. Und da vorne, da oben ist das Nether-Portal. Und damit kommen wir jetzt auch schnell wieder zurück zu meiner Bude. Oben auf dem Berg und da können wir jetzt mit dem ganzen, was ich jetzt hier gesammelt habe, ja, mit dem Quarz und Enderauge haben wir auch am Start, haben wir von Rotpilz netterweise bekommen. Der Dena, du hast meinen Bogen, sehen wirst du aber, mach deine Folge ruhig und leb in Angst. Hä? Hä, ich, du wolltest den nicht. Du kannst den... Ich muss mal kurz da reingehen, Leute. Hä, du wolltest den Bogen doch nicht. Hallo? Er ist nicht mehr da irgendwie. Ja, was ist los? Ich wollte gerade, den. Ja, ich bin da. Du wolltest meinen Bogen doch nicht. Doch, wollte ich eigentlich, aber ich dachte mir so, du gibst mir den eh nicht. Ich kann ihn dir geben. Doch, doch, es ist dein Bogen. Der hat nur meinen Namen, weil ich den benannt habe. Ja, aber du hast doch gerade Level dafür benutzt. Nein, hab ich nicht. Ich hab einen anderen Bogen benutzt, um meinen Power-Mega-Bogen zu machen. Du hast den immer noch. Ach so, der ist über. Ich habe einen neuen krassen Bogen. Du kannst deinen Bogen wieder haben. Ich bin hier oben klettert. Ah, okay, dann kann ich den mal zu Ende verzaubern schnell. Ja, passt, danke dir, Ehrenmann. Ich bin natürlich Ehrenmann, Alter. Du bist Ehrenmann, ich bin Ehrenmann. Hier, ja, alle Ehrenmann in Utopia. Natürlich, vielen Dank. Oh, bitte danke, schön, Pettet. So, schönen Abend wünsche ich dir noch, ne? Gleichfalls. Was gut. Ciao, ciao. Sound muted. So, und damit würde ich mal sagen, Leute, ich gehe jetzt zurück hier nach Utopia, aber nach allem, was jetzt heute schon passiert ist in der Folge, auch wenn wir vor allem natürlich in der, wo geht's jetzt hier lang? Ich glaube, es geht entweder da lang oder da lang, die Frage ist nur wo, wahrscheinlich geht es hier lang. Nach allem, was hier heute schon wieder passiert ist in der Folge, bevor wir jetzt hier zu lange wären, würde ich mal sagen, war's das für die heutige Folge. Wir sehen uns natürlich morgen wieder bei der nächsten Folge hier von Craft Attack 5, also schaltet wieder ein und vielleicht dann auch nächste Woche wieder direkt mit dem nächsten Livestream, wenn ihr Bock drauf habt, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen dann an meinem Haus weiterbauen und ein bisschen mal planen, wie ich das mit dem Wasserfall, mit der Wasserrutsche machen möchte. Und dann hole ich mir noch da Hilfe dazu von Rotpilz und von Petrit demnächst. Aber erstmal, hier unten sind wir gerade da oben, Leute, ganz hier oben irgendwo ist mein Haus auf jeden Fall, da irgendwo muss es sein am Start. Da fahren wir jetzt mit dem Aufzug kurz hoch. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Wahrscheinlich, ich habe ja bisher immer meistens um 12 Uhr hochgeladen. Ich überlege, auf 18 Uhr zu wechseln als Uploadzeit für Craft Attack. Aber aus dem Grund, dass ich ja häufig Livestreams mache und die ja eher abends und nicht um 12 Uhr mittags mache, weil macht irgendwie keinen Sinn, aus dem Wochenende. Deswegen, ich werde wahrscheinlich jetzt Craft Attack eher um 18 Uhr hochladen. Ist das okay oder findet ihr irgendwie eine andere Zeit besser? Könnt ihr mir auch mal auf jeden Fall unten rein in die Kommentare ballern. Ansonsten vielen Dank euch heute mal wieder hier fürs Zuschauen. Und bis morgen, Leute. Drückt einen Daumen rum, wenn es euch gefallen hat. Und macht's gut. Wo geht's hier raus? Hier und da oben geht's jetzt zurück zu meinem Haus. Nein, warte. Wir beenden die Folge nicht, ohne dass man zumindest mein Haus sieht, Leute, ja? Die paar Schritte, die können wir nochmal laufen hier durch so komplett vernebelte Utopia. Aber jetzt wirklich, Leute, vielen Dank heute fürs Zuschauen. Drückt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns morgen um wahrscheinlich 18 Uhr wieder zur nächsten Folge hier von Craft Attack 5 von meinem Haus da oben. Macht's gut. Tschüss!